Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit der oft gewünschten Frage, was passiert wäre, wenn Mufasa überlebt hätte. Wenn du dich für König der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr über den Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und in der Videobeschreibung findest du einen Link zu unserem Discord-Server. Aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem Video. Das heutige Video wird vermutlich etwas komplizierter werden. Und das liegt vor allem daran, dass es tausend Möglichkeiten gibt, wie das Ganze ablaufen könnte. Wir müssen uns beispielsweise mal überlegen, wie Mufasa überlebt. Schafft er es, aus der Schlucht zu klettern? Oder überlebt er den Sturz? Oder findet diese ganze Szene gar nicht statt, weil Simba zuvor aus der Schlucht abhaut? Oder was passiert danach? Verbannt Mufasa Scar oder tötet er ihn? Und was ist mit Sira? Lebt die da schon am Königsfelsen? Ihr seht, das ganze Video wird etwas komplex und etwas komplizierter werden. Wenn ihr allerdings andere Theorien habt und ein zweites Video dazu haben möchtet, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir uns ein anderes Mal auch mit einer anderen Theorie befassen. Gut, aber starten wir mal los mit der heutigen Theorie. Wir gehen davon aus, dass alles im Film gleich läuft bis zum Sturz in die Schlucht. Long live the King. Simba würde in die Schlucht klettern, um seinen Vater zu suchen und würde ihn auch finden. Allerdings wäre dieser hier nicht tot, sondern nur schwer verletzt. Er würde sich Simba schnappen und so schnell wie möglich versuchen, zum Königsfelsen zu kommen. Immerhin weiß er jetzt ja, dass das Ganze ein heimtückischer Plan von seinem Bruder war. Und da er ja ziemlich schwer verletzt ist, würde er einen Kampf vermutlich nicht unbedingt überstehen. Als Scar dann in die Schlucht kommt, bemerkt er, dass Mufasa und Simba nicht mehr hier sind. Er würde den Hyänen befehlen, sie zu verfolgen und abzufangen, bevor sie den Königsfelsen erreichen. Denn Scar weiß, wenn Mufasa überlebt, sind seine Chancen auf den Thron gleich null. Die Hyänen würden also versuchen, Mufasa und Simba zu verfolgen. Wir lassen es für diese Theorie allerdings mal gut ausgehen und Simba und Mufasa schaffen es rechtzeitig zum Königsfelsen. Die Löwinnen wären alle ziemlich überrascht und schockiert, warum Mufasa denn verletzt ist. Dann würde Mufasa ihnen alles über die Schlucht erzählen und dass Scar versucht hat, ihn und Simba zu töten. Damit hat Scar vorerst komplett verloren. Er muss vorerst zum Elefantenfriedhof flüchten, denn ins geweihte Land kann er aktuell nicht mehr zurückkehren. Während Simba am Königsfelsen seinem Vater und den anderen Löwinnen erzählen würde, dass Scar ihn in die Schlucht gelockt hat, würden die Hyänen am Elefantenfriedhof überlegen, ob es sich noch auszahlt, mit Scar zu arbeiten. Denn immerhin sind seine Pläne bis jetzt immer gescheitert. Und jetzt besitzt er überhaupt keinen Einfluss mehr im geweihten Land. Allerdings kann ich mir trotzdem gut vorstellen, dass sie Scar deswegen jetzt nicht töten oder verbannen. Denn wie wir gemerkt haben, sind die Hyänen nicht unbedingt die Schlausten. By the way, das Ganze gilt nur für den Zeichentrickfilm. Im Remake würde die Sache wieder etwas anders aussehen. Denn im Remake kannten sich die Hyänen und Scar vorher gar nicht. Dementsprechend gehe ich stark davon aus, dass die Hyänen Scar töten würden im Remake. Aber das nur am Rande, wir beschäftigen uns jetzt ja mit dem Zeichentrickfilm. Mufasa würde, nachdem es ihm etwas besser geht, mit einigen Löwinnen zum Elefantenfriedhof gehen. Da er und Simba bei der Flucht aus der Schlucht ja von Hyänen verfolgt wurden, kann er sich natürlich denken, dass die mit Scar zusammenarbeiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Mufasa jetzt ziemlich sauer wäre. Immerhin haben die Hyänen schon einmal versucht, Simba zu töten. Da Scar aber ziemlich schlau ist, würde er damit rechnen, dass Mufasa früher oder später am Elefantenfriedhof nach ihm suchen wird. Er würde also schon lange vorher mit den Hyänen weiterziehen. In dem Fall würden Mufasa und die Löwinnen weder Scar noch die Hyänen dort finden. Sie würden also wieder zum Königsfelsen zurückkehren und das Leben dort würde wie gewohnt weiterlaufen. Allerdings gibt es hier schon gewaltige Einschnitte in den Film, denn so würde Simba nie auf Timon und Pumba treffen. Und das hätte nicht nur Konsequenzen auf Teil 1 und 2, sondern auch auf die Serie und einen neuen Charakter, den wir in der Serie kennenlernen. Aber dazu später. In dem Fall würde Simba also am Königsfelsen weiterleben und dort aufwachsen. Währenddessen würde Scar mit den Hyänen ins Schattenland ziehen. Bei ihrer Reise dorthin trafen sie allerdings auf ein anderes Löwenrudel. Nach einigen Gesprächen zwischen Scar und der Anführerin dieses Rudels schlossen sie sich zusammen. Und wer hätte es gedacht, die Anführerin des Rudels war Sira. In dem Fall wäre Scars Armee jetzt noch größer. Hier machen wir einen kleinen Zeitsprung. Simba würde erwachsen werden und mit Nala zusammenkommen. Und womöglich würde Mufasa früher oder später auf den Thron zugunsten seines Sohnes verzichten. Also kurz gesagt, er würde die Königswürde an Simba übergeben. Simba und Nala würden irgendwann Kinder bekommen und um die Story etwas spannender zu gestalten, gehen wir davon aus, dass Cooper auch in der Story vorkommt. Also hätten in unserer Theorie Simba und Nala drei Kinder. Cooper, Kiara und Kion. Aber auch Scar und Sira sind in der Zeit etwas fleißig gewesen, wenn ihr versteht, was ich meine. In dem Fall haben auch die beiden Kinder, Nuka, Vitani und Kuvu. Und bevor jetzt einige von euch echauffiert in die Tasten hauen, ja, ich weiß, dass Kuvu nicht der Sohn von Scar ist. Aber in dieser Theorie ist es im Prinzip komplett egal, denn Kuvu und Scar sind im Film nur nicht verwandt, weil er sonst mit Kiara verwandt wäre. Und da es in unserer Theorie aber auch Vitani gibt und ich schon davon ausgehe, dass Vitani und Kuvu am Schluss zusammenkommen, ist mir das jetzt eigentlich egal.
Also zurück zur Story. Scar würde Sira natürlich vom geweihten Land erzählt haben. Vielleicht hat er auch ein bisschen gelogen und gesagt, dass sein Bruder unrechtmäßig König sei und Sira ihm doch helfen soll, den Thron zurückzubekommen. Und im Gegenzug dürften sie und ihr Rudel dort leben. Und sie könnte seine Königin werden. Denn ich meine, sowas ist schon ein verlockendes Angebot. Womöglich wäre also auch hier der Plan, Kovu oder Vitani auszubilden, um sie bei Simba einzuschleusen und ihn zu töten. Möglicherweise könnte man auch hier beide vorschicken und sie einschleusen, um Simba und Mufasa zu töten. Immerhin lebt in dieser Theorie Mufasa ja auch noch. Und Sira und Scar haben hier auch noch einen entscheidenden Vorteil. Niemand weiß, dass Kovu und Vitani mit ihnen verwandt sind. Also muss man nicht mal ein Feuer legen, um Kiara oder irgendwen zu retten, um Simba so irgendwie zu beweisen, dass sie gut sind. Die beiden müssen einfach nur zum Königsfelsen schlendern und sagen, hey, wir wollen bitte in euer Rudel, wäre das möglich? Fertig. So, bevor wir hier aber weitermachen, müssen wir nochmal ganz kurz etwas weiter hinten einhaken. Ich habe nämlich eine wichtige Sache vergessen. Und zwar die Garde der Löwen. Da Koopa in dieser Theorie existiert, wäre hier der Thronfolger. Also wäre es hier möglich, dass entweder Kiara oder Kion Anführer oder Anführerin der Garde der Löwen wird. Der Einfachheit halber belassen wir es bei Kion. Allerdings gibt es hier schon einen kleinen Einschnitt. Und zwar Bangga. Der würde ja eigentlich auf Timon und Pumba treffen und die beiden würden ihn großziehen. Da es Timon und Pumba in dieser Theorie allerdings nicht gibt, beziehungsweise nicht im Königsfelsen, würde das Ganze nicht ganz funktionieren. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Garde der Löwen im Prinzip aus dem gleichen Team besteht, nur statt Bangga eventuell mit Kiara. Hier wird es tatsächlich auch einen kleinen Unterschied geben zur Serie. Einen kleinen, doch relativ großen Unterschied. Denn da Mufasa in dieser Theorie nicht tot ist, kann er Kion hier als lebender Tipps geben. Und das würde die Serie für mich einfach nur viel besser machen. Denn das ist auch einer der Punkte, die mich an die Garde der Löwen extremst stören. Dass Kion mit Mufasa jederzeit reden kann. Und zwar auch schon vollkommen übertrieben. Denn während Simba es im ersten Teil ein einziges Mal aktiv geschafft hat, mit Mufasa zu reden, und im zweiten Teil Mufasa nicht mal antwortet, als Simba mit ihm reden möchte, macht Kion das praktisch ununterbrochen. Definitiv ein kleiner Part, der mich an der ganzen Sache stört. Aber da er jetzt lebt, gibt es diese Problematik ja auch nicht. Allerdings wird es auch eine andere Sache nicht geben. Und zwar seine Narbe. Allerdings wollen wir, dass es für Kion hier auch noch ein Happy End gibt. Deshalb gehen wir für dieses Video einfach davon aus, dass Mufasa Queen Janna kennt. Er und Sarabi wollen sie am Baum des Lebens besuchen und sie fragen Kion, ob er sie begleiten möchte. Kion würde zustimmen und Kiara wäre vorübergehend die Anführerin der Garde der Löwen, zumindest bis Kion wieder zurückkommt. So, und jetzt können wir wieder bei unserem alten Punkt einhaken. Also Vitani und Kovu kommen zum Königsfelsen und fragen, ob sie dort aufgenommen werden können. Simba wäre vermutlich nicht unbedingt skeptisch, da er ja nicht wissen kann, dass Kovu und Vitani zu Scar gehören. Er würde die beiden also aufnehmen. Und wie im zweiten Teil würde auch hier dieser Plan scheitern. Denn erstens ist Mufasa gar nicht hier, also können die beiden Mufasa gar nicht töten. Was bedeutet, dass sie mit ihrer Planausführung etwas länger warten müssen. Und zweitens würden sich die beiden in Zwischenzeit verlieben. Vitani in Koopa und Kovu in Kiara. Dementsprechend würde das Ganze etwas schief laufen. Zumindest für Scar und Sira. In der Zwischenzeit würden sich am Baum des Lebens auch Kion und Rani verlieben. Oh mein Gott, so viel Love ist in der Erde. Alter Schwede. So, also ja gut, wie wird's weitergehen? Naja, Sira und Scar würden früher oder später merken, dass da irgendwas schief läuft. Immerhin bekommen sie keine Rückmeldung mehr von Kovu oder Vitani. Sie würden also eventuell Hyänen vorschicken, die das Ganze ausspionieren sollen und schauen sollen, was da genau falsch läuft. Nuka würden sie, glaube ich, nicht schicken, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sie die ganze Sache noch mehr vermasseln würde. Also, die Hyänen würden irgendwann berichten, dass Kovu und Vitani den Auftrag nicht ausgeführt haben und scheinbar auch nicht wirklich gewillt sind, den Auftrag auszuführen. Die Hyänen berichten aber auch, dass Mufasa und Kion nicht hier sind. Das würde den beiden tatsächlich einen sehr guten Vorteil beschaffen. Denn wenn Kion nicht hier ist, ist das Gebrüll auch nicht hier. Das war wieder eine fantastische Schlussfolgerung an der Stelle. Also würden Scar, Sira, die Hyänen und Siras Rudel die Chance nutzen und das geweihte Land angreifen. Kiara wäre möglicherweise gerade auf einem Sicherheitsrundgang mit der Garde der Löwen und dort werden sie von Löwen und Hyänen angegriffen. Kovu wäre möglicherweise gerade in der Nähe, würde das mitbekommen und würde Kiara bzw. die Garde der Löwen aus dieser Situation retten. Er würde Kiara zum Königsfelsen zurückbringen, wo Simba ziemlich schockiert ist und fragt, was genau passiert ist. Kovus erschreckter Blick würde auf Vitani fallen und er würde ihr erzählen, dass Sira für den Angriff verantwortlich sei. Simba hat natürlich keinen Plan, wer Sira ist, weil er sie vorher noch nie getroffen hat. Daraufhin würden Kovu und Vitani Simba die ganze Geschichte erzählen und auch den Grund, warum sie ursprünglich in das Rudel gekommen sind. Simba wäre in diesem Moment ziemlich schockiert. Möglicherweise würde die beiden sogar verbannen. Koopa und Kiara wären allerdings nicht so begeistert davon und würden sich dafür einsetzen, dass Kovu und Vitani da bleiben dürfen. Ohne Erfolg. Also, Simba verbannt Kovu und Vitani und Kiara und Koopa würden früher oder später weglaufen, um die beiden wieder zu suchen. Und währenddessen würden Sira, Scar, die Hyänen
und Sires Rudel am Königsfelsen eintreffen. Simba wäre hier ziemlich überrascht, dass er Scar auch wieder sieht. Dann würde es zu einem erbitterten Kampf kommen, den Simbas Rudel eigentlich nicht unbedingt gewinnen könnte, denn sie haben eine ziemlich große Übermacht vor sich. Währenddessen würden Kiara und Koopa auf Vitani und Kovu treffen. Die vier würden sich dazu entschließen, sich zwischen die zwei Parteien zu stellen, um diesen sinnlosen Kampf zu beenden. Während Kiara und Koopa auf Simba einreden und ihm sagen, dass dieser Kampf keinen Sinn hat, würden Kovu und Vitani dasselbe bei Sire und Scar versuchen. Scar würde das Ganze allerdings nicht unbedingt interessieren und er würde Kovu eine klatschen. So würde Kovu zu seiner Narbe kommen. Allerdings, und jetzt kommt der Plot-Twist, würde Sire das Ganze nicht so feiern. Sie wäre ziemlich schockiert und würde sich vermutlich oder vielleicht sogar auf die Seite von Simba stellen und ihr Rudel gleich mit ihr. So, und ich weiß, jetzt wird es viele geben, die sagen, nee, das stimmt doch gar nicht, Sire ist doch genauso brutal. Ja, im Film. Aber Sire ist im Film doch nur so brutal, weil sie glaubt, dass Simba für den Tod von Scar verantwortlich ist. Wir wissen ja nicht mal, ob Sire wusste, dass Scar seinen eigenen Bruder getötet hat, um an den Thron zu kommen. Vielleicht wäre sie auch im zweiten Teil gar nicht so brutal gewesen, wenn sie das Ganze gewusst hätte. Also ich halte das Ganze doch für etwas realistisch. Zurück zur Theorie. Sire und ihr Rudel würden die Seiten wechseln und Scar würde wieder ziemlich alleine dastehen. Simba würde Scar anbieten, die ganze Sache zu vergessen, wenn Scar abhaut und mit den Hyänen nicht mehr ins geweihte Land zurückkehrt. Doch Scar dachte gar nicht daran. Er würde den Hyänen befehlen anzugreifen und würde selbst auf Koopa gehen. Denn wenn er schon nicht gewinnen kann, dann möchte er zumindest den größtmöglichen Schaden anrichten. Und was wäre besser, als den Thronfolger zu töten? Allerdings kommt es gar nicht so weit, denn plötzlich ertönt ein lautes Gebrüll und einige Hyänen werden weggeschleudert. Ono war zum Baum des Lebens geflogen und hat Mufasa und Kion davon berichtet. Daraufhin haben sie sich sofort auf den Rückweg gemacht. Während Kion sich um die Hyänen kümmern würde, würde Mufasa Scar angreifen. Die beiden würden erbittert kämpfen. Mufasa würde Scar in eine Klippe drängen und Scar würde hinunterstürzen. Kion und der Rest von Simbas Rudel hätten vermutlich die ganzen Hyänen besiegt und wir hätten ein Happy End. Koopa und Vitani wären die Thronfolger, Kiara würde zur Anführerin der Garde der Löwen werden und Kion würde zurück zum Baum des Lebens gehen und mit Rani zusammenkommen. Also alles in allem ein ziemlich schönes Happy End. Aber was glaubt ihr? Könnte das Ganze so passiert sein oder glaubt ihr, das wäre ganz anders gelaufen? Schreibt mir gerne eure Theorien in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!